Die CETA-Gegner jubeln, die kanadische Regierung kann es nicht fassen. Ich meine, wer hätte das gedacht, dass die kleine Wallonie so einen Stress macht? Kleine Region, große Wirkung. Hier, Wallonie, der CETA-Blocker bei Freihandelsbeschwerden. Weil die Kanadier wollten ja eigentlich morgen, am Donnerstag, zur Unterzeichnung anreisen. Sie waren quasi schon im Aufbruch begriffen. Die hatten schon den Mantel an. Die hatten schon das Taxi zum Flughafen bestellt. Da ist auf einmal, hallo, stopp. Es gibt ein Problem mit der Wallonie. Der kanadische Premier hat das erst gar nicht verstanden. Er hat gesagt, wie, was, wer ist die Wallonie? Schreibe ich der Kleinen was ins Poesiealbum? Was soll der Kanadier? Lass uns diese CETA hier unter Dach und Fach bringen. Es geht doch um CETA. Aber die Wallonie ist nun mal ein revolutionäres Nest. Und sie wird vertreten von einem furchtlosen, aufmüpfigen Mann, dem vielleicht stursten Menschen der Welt, der mit seiner Minitruppe alles lahmlegt. Klaus Weselski. Nein, sorry, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Nein, Paul Magnet, der wallonische Regierungschef. Magnet, da steckt das Njet schon im Namen drin. Leider oder zum Glück, je nach Blickwinkel, muss CETA nämlich von allen europäischen Parlamenten, auch von den Regionalparlamenten, abgenickt werden. Und auch wenn das für viele ärgerlich ist, es ist nun mal so, die Einbindung der nationalen und regionalen Parlamente hat vor allem Deutschland gefordert. Das nur als Funfact am Rande. Finde ich es komisch, sich jetzt darüber zu beschweren, dass dann eben ein Teil von Belgien sagt, Freihandelsabkommen, drauf geschissen. Ah, nee, Entschuldigung, sorry. Nein. Ist ja Belgien. Die machen das so. Der EU-Parlamentspräsident Martin Schulz ist natürlich verzweifelt. Er hat wirklich bis zum Schluss versucht, die Wogen zu glätten. Er hat noch mal die kanadische Handelsministerin zum Frühstück eingeladen. Er hat gesagt, komm, bleib doch noch. Frühstück bei Martin. Und man muss sagen, da hat er sich nicht lumpen lassen. Da haben Sie diesen Frühstückstisch gesehen? Also eine Opulenz. Unglaublich. Was ist da? Alles nicht gab. Wahnsinn. Und was es erst gab? Labbrigen Kost, Aldi-Käse, kein Nutella. Um auch noch mal zu zeigen, uns geht es wirklich wirtschaftlich richtig schlecht in der EU. Bitte, liebe Kanadier, lasst uns nicht hängen. Wir brauchen dieses Freihandelsabkommen.